Detective Sebastian Castellanos irrt noch immer durch die Beacon-Nervenklinik und musste zuletzt gegen etliche Gegner kämpfen. So, ich habe mal gerade recherchiert. Den letzten Steckbrief, den kann ich gar nicht finden. Den gibt es erst, wenn man ein neues Spiel Plus startet. Das heißt, man kann gar nicht alle Dokumente finden im ersten Spieldurchlauf. Das heißt, ich kann ganz gechillt sein. Ich habe nichts übersehen, werde auch nichts mehr übersehen, weil ich den ganzen Rest ja schon habe. Ich habe immer noch meine Fackel. Und mit der fackel ich jetzt nicht lange. So, da oben war ich doch gerade schon mal. Was soll mir das bringen, da jetzt wieder hinzufahren? Den ganzen Mist nochmal machen, oder was? Ah, es gibt was Neues. Wenn ich hier lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Du wirst auch nie wieder einen Fuß in ein Krankenhaus setzen oder in Abwasserkanäle oder in eine U-Bahn oder in eine Fabrikruine oder in ein Dorf oder sonst irgendwohin. Kontrollpunkt. Das ist jetzt tatsächlich endlich mal der Scheinwerfer. Und was soll ich jetzt machen? Szene? Dr. Jimenez? Was? Tatsächlich. Da unten drunter sind die Wannen. Wer ist denn das? Lea? Leslie. Leslie, ja, das war klar. Lea? Joseph. Joseph, jawohl. Kidman. Das war auch klar. Ja, stimmt. Das kann nicht sein. Na klar, ist doch logisch. Hilfe! Hilfe! Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige. Was passiert hier? I.
Ich habe meine Fackel verloren. Scheiße. Oh, was bist denn du? Ruvik, das sieht alles nicht hübsch aus. Du hast keinen Sinn für Ästhetik. Ach, jetzt kann ich dich steuern. Ja, jetzt, wo die Kacke am Dampfen ist. Was soll ich denn hier machen? Sebastian! Was war denn das? Ich verstehe wieder nicht, was ich hier machen soll. Soll ich jetzt rennen oder was? Okay. Okay, das wird 77 Versuche brauchen. Oh, mitten reingerannt. Toll. Und putz dir mal die Fingernägel. Das ist widerlich. Kontrollpunkt. Wäre schön, wenn ich die Fackel noch hätte. Einen Hieb und dann... Ach, das ist so ein Maschinengewehr-Dingens. Ja, das ist noch eine gute Idee. Ach so, muss ich auf das Rote ziehen oder was? Ah, ich muss auf das Rote ziehen. Wie gut, dass er jemand richtig schön nachgeladen hat. Na, wo kommt die nächste rote Kugel da? Eieiei, weg, 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 weg. Och, das war so schön. Bitte als nächstes in einen Panzer. Was? Nimm eine Spritze, komm. Hä? Was? Raketenwerfer? Aufgespießterweise? Okay, ich muss Ruvik killen, bevor ich hier drauf gehe, dann habe ich eine Chance. Weiß doch gar nicht, wo ich drauf zielen soll. Das sind höchstens Zufallstreffer, so wie der da. Ach, er kommt näher.
Ich glaube, ich mache das nicht besonders gut. Oder? Wo nimmst du eigentlich die Ersatzraketen her? Hallo? Das war offensichtlich falsch. Daneben. Ich treffe dieses Wackelding da nicht mal. Komm, voll in die Eier. Oh, drunter durch. Das sieht so einfach aus. Glaubt mir, das ist es nicht. Der wackelt die ganze Zeit. Okay, der hat gesessen. Ach, du bist doch schon da. Oh, das tat wohl weh. Sebastian, du bist durchbohrt. Was willst du denn jetzt machen? Kontrollpunkt. Was machst du denn? Hallo, Rubik. Sebastian, ich kann dich nicht steuern, oder? Nee. Oder doch? Ach, jetzt kommt das wieder. Ja, okay, ich habe eine Chance, einen Schuss zu setzen. Oder? Warte, ich habe doch nicht gewonnen, oder? Ich habe doch deine Birne gar nicht getroffen. Aber vielleicht war es ein kritischer Treffer. Wieso bist du hier alleine? Ich dachte, die Kollegen von Kidman wären da und hätten das alles überwacht. Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Hä? Soll ich jetzt irgendwas machen? Ich erledige das. Wie denn? Das ist Rubik. Na komm, tritt drauf. Mach! Hase! Hase, ich hab Leertaste gedrückt. Jawohl, mit Schmackes. Lebenszeichen, Sir. Lasst ihn hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Nirgendwo. Was? Sebastian, wachst du jetzt erst auf? Du wachst jetzt erst auf, oder was? Aber da hast du doch in der realen Welt gar nicht das Gehirn zerstört. Verstehe ich nicht. Connelly, tot. Jimenez, tot. Kein Gehirn. Ruben Victoriano.
Lag da jemand oder nicht? Oder wer? Aber was? Leslie. Wo ist der denn hin? Ach, sag nicht, Ruben hat seinen Geist doch noch in Leslies Körper transferiert und lebt jetzt quasi wieder. Und wo ist Kidman? Wo ist Joseph? Los, los, los! Detective, sind Sie okay? Ist noch jemand hier? Ich brauche ein wenig echte, frische Luft. Wer ist das? Na, bist du jetzt draußen oder bist du nicht draußen? Du bist zweimal aufgewacht, das verstehe ich nicht, Hase. Keiner redet mit dir. Keiner kümmert sich um dich. Und dieses Gebäude ist mitten in dieser Stadt völlig fehl am Platze und ich frage mich immer noch, wieso hat eine Nervenklinik einen Leuchtturm? Mitten in der Innenstadt. Ja, das war's, The Evil Within. Ich bin nicht schlau draus geworden. Also mal überlegen. Er ist zweimal wach geworden. Beim ersten Mal ist er alleine wach geworden und da war Ruviks Gehirn im Zentrum der Maschine. Das war das, was ich erwartet hatte und er hat das Gehirn kaputt gemacht. Aber als er schon nicht mehr in der Wanne lag, ist Ruvik vor dem Gehirn nochmal erschienen. Was nicht möglich ist, wenn der Detective nicht mehr an der Maschine angeschlossen ist. Das heißt, das erste Mal, als er erwacht ist, war er noch in der Maschine drin, in der Horrorvision. Und erst als er das zweite Mal erwacht ist, als, wie heißt der, Kidman da stand, erst dann ist er wirklich erwacht. Und Kidman hat was gesagt. Sie hat gesagt, Erinnerung. Die beiden lassen wir hier und den da auch. Also den da im Sinne vom Detective. Und ich habe ganz genau aufgepasst. Kidman stand neben ihm und da war so ein Medizinmonitor und da tickte sein Puls und dann ging der plötzlich aus. Ich glaube, das ist Kidman gewesen. Kidman hat der Maschine irgendwie den Stecker gezogen. Sie hat ja auch irgendwas getippt am Anfang. Oder hat das Ding runtergefahren oder irgendwas. Und die beiden, die da sind, also die beiden, die übrig geblieben sind, und der Detective. Ja, die beiden, die übrig geblieben sind, das waren Connelly und Dr. Jimenez. Weil die waren ja tot. Die haben sie da gelassen. Und der Detective war auch tot, also zumindest hat Kidman das gesagt, genau. Also Kidman hat die Lebenszeichen vom Detective abgeklemmt. Dann sah es so aus, als wäre er tot. Sie hat ihm ja noch gesagt, irgendwie hier so Finger auf den Mund, also sei leise. Und dann sind irgendwelche Leute abtransportiert worden. Aber nicht Jimenez und Connelly, weil die waren schon tot. Und auch nicht der Detective, weil Kidman es so hat aussehen lassen, als wäre er auch gestorben.
Das macht Sinn. Also war Kidman doch auf seiner Seite. Aber wer ist da mitgenommen worden? Wer kann denn noch da gewesen sein? Also man hat wahrscheinlich das Gehirn von Ruben Victoriano mitgenommen, weil das beim echten Aufwachen nicht mehr in der Mitte der Maschine war. Das war weg. Also hat irgendjemand dieses Gehirn mitgenommen. Und die Wanne von Leslie war leer. Also ist Leslie entweder mitgenommen worden oder rausgelaufen. Aber eigentlich muss er mitgenommen worden sein. Ich meine, wenn da irgendjemand war rundherum um diese Wannen. Und Leslie war so eine wichtige Person aufgrund irgendwelcher genetischer Passung oder sowas, dann muss Leslie mitgenommen worden sein. Egal, ob der jetzt aussah wie tot oder nicht. Also das kann nicht sein, dass der da losgelaufen ist. Das muss sich der Detective eingebildet haben ganz am Schluss. Das wäre ja total Quatsch. Aber wer waren diese Leute? Das waren die Leute, die Jimenez eingeschaltet hat, wahrscheinlich. Aber das waren ja keine Polizisten, weil Kidman ist ja auch keine Polizistin. Ach so, noch was. Mir ist aufgefallen, ich hatte jetzt eine Spielpause vor dieser Folge, mir ist aufgefallen, dieser Steckbrief von dem vermissten Mädchen, das ist Kidman. Ich blende das mal gerade ein und habe es auch mal ein bisschen schärfer gemacht, soweit es halt mit Grafikprogramm geht. Und der Vorname ist definitiv Julie. Und das ist auch der Vorname von Kidman. Und auch die Ähnlichkeit ist frappierend, wenn man nicht Tomaten auf den Augen hat, so wie ich. Also, Junior Detective Kidman ist als Mädchen entführt worden. Dann kann sie aber nicht Polizistin sein. Sie ist von irgendwem entführt worden, einem Geheimdienst oder irgendeiner anderen Organisation, vielleicht diesem komischen Kult. Und ist da irgendwie ausgebildet worden und ist dann in die Polizei eingeschleust worden, um dann an der Seite von Castellanos, der irgendwelchen Sachen auf der Spur war, dort sich einzuschleusen und dort irgendwas zu machen. Und ihre Aufgabe war es zu verhindern, dass Ruvik und Leslie sich vereinigen. Was aber in der Horrorwelt passiert ist, sodass ich glaube, dass... Also entweder hat Ruviks Gehirn irgendwas von Leslie aufgenommen, wobei ich aber nicht wüsste, was das sein sollte. Was hat Ruben Victorianos Gehirn nicht, was Leslies Gehirn hat? Oder die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass es genau andersrum gewesen ist, dass letztlich Ruben Victoriano seinen Geist in Leslie transferiert hat, solange er an der Maschine dran war und am Ende ja so offenbar seine Gegenwehr aufgegeben hat. Aber wenn das so war, dann muss man auf alle Fälle Leslies Körper mitnehmen. Als Kidman-Kult. Und er war ja auch nicht da. Also ich gehe davon aus, dass am Ende hat der Detective halluziniert. Der Körper von Leslie ist mitgenommen worden. Und wer ist noch mitgenommen worden? Joseph. Joseph war auch in der Maschine drin. Genau, das waren die ganz am Anfang, als der Detective unter dem Leuchtturm angekommen war, da sind alle Personen gezeigt worden, die an die Maschine angeschlossen waren. Es fehlt also noch Joseph. Joseph ist mitgenommen worden. Aber warum? Er war vermutlich schwer verletzt. Warum haben sie den mitgenommen? Naja, sie haben alle mitgenommen, die nicht tot waren. Sie haben nur Connolly dagelassen, Jimenez... Und den Detective. Und den Detective halt nur, weil es Kidman so hat aussehen lassen, als wäre er auch gestorben. Sie haben alle mitgenommen, die es überlebt haben. Also Leslie und Joseph und Kidman selbst natürlich auch. Aber die war ja ihre eigene Agentin. Also die Agentin von diesem Kult oder von irgendeiner Organisation. Was mich aber wundert, warum ist Kidman aufgewacht? Warum? Also, sie war drin in dieser ganzen Welt. Aber wie kann sie aufgewacht sein und so viel früher, dass sie da irgendwie rumläuft und alles ist gut und ist quietschlebendig? Quicklebendig? Na, das ist seltsam. Und wer hat eigentlich das Gemetzel in der Beacon-Nervenklinik angerichtet? Wenn es doch so war, dass Jimenez irgendwelche Leute mitgebracht hat,
die Ruvik eingefangen haben und dann haben sie ihn wahrscheinlich in die Beacon Nervenklinik gebracht, in irgendein Forschungslabor, haben ihm dort das Gehirn rausoperiert und haben das an den Nachbau der, also seiner eigenen Maschine angeschlossen. Dann kann Jimenez die doch in die Beacon Nervenklinik reinschleusen, ohne dort alle Leute umlegen zu müssen. Wer hat die also alle erschossen? Das kann nicht Ruvik gewesen sein, der kann die nur erschießen in seiner Horrorvision. Da ist es logisch. Aber in der realen Welt kann er das nicht machen. Wer ist das gewesen? Das verstehe ich nicht. Also, hier gibt es noch etliche offene Fragen. Ich glaube, wenn man die DLCs spielt, dann sieht man das ja aus der anderen Perspektive. Ich glaube, ein DLC, den ich habe, da spielt man die ganze Story aus der Sicht von Julie Kidman. Und wenn man das tut, dann wird es vielleicht ein bisschen logischer, weil man dann sicherlich mehr Sachen erfährt, die Detective Castellanos alles nicht weiß bis zum jüngsten Tag. Na gut, aber hier ist das Let's Play von The Evil Within erstmal zu Ende. Es wird vielleicht noch eine weitere Folge geben, wo ich noch ein paar Erfolge nachhole, so ein paar Steam-Errungenschaften. Das kann sein, das weiß ich nicht, es kommt vielleicht irgendwann mal als Nachschlag. Ansonsten würde ich auch die DLCs anfangen zu spielen, dann aber im Rahmen eines Nebenprojekts. Also da kommt dann nicht jeden Tag eine Folge, dann kommen nur Folgen, wie ich halt lustig bin. Aber ich würde schon ganz gern wissen, was da hinter den Kulissen noch alles so gewesen ist. Und vielleicht wird es dann ein bisschen klarer. Und hier gibt's noch einen Abschlussbonus. Maschinengewehr erhalten. Aha. Dafür braucht man aber Unmengen an Munition. Und einen Raketenwerfer erhalten. Aha. Und 50.000 Gel. Und neues Spiel Plus und Modellansicht können jetzt im Startmenü ausgewählt werden. Du kannst jetzt eine neue Schwierigkeitseinstellung wählen, wenn du ein neues Spiel startest. Gesamte Spielzeit. Gesamtzahl der Tode. 59. Echt? Nur 59 Tode, ist das gut oder ist das schlecht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was andere Let's Player da geleistet haben und ob sie das überhaupt zeigen in ihrem Let's Play. Ich zeig's noch. Knappe 30 Stunden. Es gibt eine Steam-Errungenschaft, dass man das Spiel in unter 5 Stunden durchzieht. Wie das gehen soll, habe ich keine Vorstellung. So, ich hoffe, das Let's Play, das Gewehrplay, hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat vielleicht auch ein bisschen geholfen, weil ich ja doch alles gefunden habe, was man finden konnte. Und habe auch gezeigt, wie man einige Errungenschaften schafft. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein paar Daumen nach oben da, lasst ein paar Kommentare da, lasst ein paar Abos da. Und ansonsten gilt, wie eigentlich immer, nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Also bleibt hier in meinem Kanal dabei und bis zum nächsten Projekt. Ich zähle auf euch.